So, dann wollen wir jetzt mal gucken, wie viel das Feuerelementar von den Heiligen Schriften noch übrig gelassen hat. Vielleicht finden wir da ein paar neue Zaubersprüche. Das wäre natürlich auch ganz schick. Also Blitzstrahl und Eisstachel. Na komm. Shima hat ein Level Up. Sehr schön. Oh, eine neue. Neues Piktogramm. Ein neues Bild. Piktogramm ist, glaube ich, was anderes. Egal. Aber das ist das gleiche Thema wie vorher. Ein Zahnrad unterm Berg und die Mönche verbeugen sich davor oder pilgern dahin. Was haben wir hier? Eine Schriftrolle. Wir, der Orden der Heiligen Flamme, haben einen heiligen Eid geschworen. Oh nein. Haben ein Eid gegeben. Das innere Sanktum zu beschützen und den Unsterblichen zu bewachen, der unten gehalten wird. Versprechen wir mit unserem Leben und für alle Zeiten, die da kommen mögen. Okay. Langsam wird mir der Typ da unten unsympathisch. Also erstmal ist er unsterblich und unsterbliche Wesen tendieren dazu, irgendwann verrückt zu werden. Also klar, es gibt Ausnahmen, aber das sind meistens Götter und die sind halt nicht körperlich. Und er ist anscheinend körperlich. Und die bewachen ihn wohl und beschützen ihn aber auch gleichzeitig. Also es hört sich für mich so an, als wäre es ein wichtiger, naja, vielleicht Besitz von irgendjemandem, der etwas sehr Wichtiges kann. Also meinetwegen eine Maschine, die ätherische Macht produziert oder keine Ahnung. Also irgendeine wichtige Maschine, die sich aber ihrer selbst bewusst ist. Und diese Mönche pflegen sie, beschützen sie, aber sorgen auch dafür, dass sie nicht Skynet 2.0 wird. Ja, das macht Sinn. Gut. Passt nicht unbedingt ins Fantasy-Setting, aber schauen wir mal. Was steht hier drauf? Zweimal. Ach du gute Güte, was ist das denn alles? Slithers? Ich hätte meine Brille aufsetzen sollen. Zweimal. Shithers? Skithers? Also zweimal ist irgendwas links. Einmal rechts, einmal links, dreimal nach rechts und zweimal nach links. Dies wiederholt sie dreimal. Nee, zweimal. Okay, Kombination. Links 2, rechts 1, links 1, rechts 3. Das Ganze zweimal. Ah nein, und noch zweimal links, dann das Ganze mal zwei wiederholen. Okay. Gut, sobald wir an irgendein Rätsel kommen, wo wir nur zwei Schalter haben, die wir ganz oft drücken können, werden wir uns das wiederholen. Und warum liegt da ein goldener Schlüssel auf dem Boden plötzlich? Weil wir die Schriften geklaut haben, oder wie? Das ist ja auch komisch. Na gut, wir haben einen goldenen Schlüssel. Den könnten wir oben in der Schatzkammer benutzen, aber da waren für uns nicht mehr wirklich interessante Sachen drin. Wenn ich mich richtig erinnere, war da noch eine Armbrust, die wir nicht brauchen. Und ein Raum mit so Krimskrams, also Bomben und Kräutern. Oh. Oder die Notiz, die wir gerade bekommen haben, ist für die Druckplatten hier. Also gucken wir mal. Das ist die falsche. Die falsche. Hier. Zweimal nach links. Also ich glaube, es heißt echt Slithers. Also meine Auflösung ist zu gering, um das wirklich gut zu erkennen. Aber ich glaube, es heißt Slithers. Und das ist so ein. Es ist eine Bewegungsform, die Menschen aber nicht machen, sondern eher sowas wie Schnecken. Oder vielleicht diese Mönche. Die haben ja auch so Tentakel auf den Füßen. Oder Stadtfüße. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Also zweimal nach links slithern. Kann ich nicht. Wo ist links? Links wäre schon da.
Was passiert, wenn wir das falsch machen? Anscheinend nichts. Dies ist der gecheckerte Raum. Also karierte Raum. Oder Kästchenraum? Eins von beiden. Okay. Lass es dich nicht verarschen. Also, grob übersetzt. Lass dich nicht von ihm in die Irre führen. Oder zum Trottel machen. Das war ein sehr hilfreicher Text. Okay, wir gehen jetzt mal ein Schlangenmuster. Geht nicht. Okay, wir gehen mal andersrum ein Schlangenmuster. Nee. Okay. Hat das mit den Vorhängen irgendwas auf sich? Die sind einfach nur mal versetzt an den Seiten. Da scheint der Tempel zu sein mit so einem Glasfenster. Okay, wir haben vorher die Notiz bekommen mit der Reihenfolge von zwei links, ein rechts und so weiter. Und hier könnte man das zur Anwendung bringen, wenn man wüsste, wo der Startpunkt ist. Erstens. Zweitens, wenn hier mehr Platz wäre. Denn die erste Notiz ist ja gleich, geh zwei nach links. Dann ein rechts, ein links, dreimal nach rechts und zweimal nach links. Wo müssten wir stehen? Also zweimal links, einmal rechts, einmal links, dreimal nach rechts, zweimal nach links. Und das Ganze wiederholen wir jetzt dreimal. Ich kann jetzt schon nicht mehr nach zweimal nach links gehen, weil da eine Wand ist. Und wenn wir hier starten, zweimal nach links, einmal nach rechts, einmal nach links, dreimal nach rechts, zweimal nach links, wiederholen wir dreimal. Okay, hier geht's noch weniger. Starten wir hier, zweimal nach links, einmal nach rechts, einmal nach links, dreimal nach rechts können wir gar nicht mehr. Okay, hier können wir auch nicht starten, weil dreimal nach rechts können wir hier gar nicht. Auf der Seite wird es genauso sein. Also nochmal kurz testweise. Zwei links, ein rechts, ein links, dreimal rechts, zweimal links. Und hier können wir wieder nicht zweimal nach links. Das ist komisch. Außer eine von den Wänden ist fake, aber wir hatten bisher noch keine einzige Fake-Wand. Was ich schade finde. Ich tanze einfach mal ein bisschen wild in der Gegend rum. Nö. Okay, die andere Notiz. Mit dem Checkered Room. Also dies ist der karierte Raum. Don't let it fool you. Lass dich nicht zum Dummkopf machen. Oder lass dich nicht durch ihn zum Dummkopf machen. Sowas in der Richtung. Ist da irgendwo ein Tipp versteckt? Anfangsbuchstaben und den platten Namen geben? Also A, B, C, D und so weiter? Nee, wahrscheinlich nicht, weil das Anfang ist T. So viele Platten haben wir ja gar nicht. Anzahl an Buchstaben im Wort? 4, 2, 3, zu viele, 4. Das könnte sogar gehen. Nur wüssten wir nicht, wo wir anfangen müssten mit dem Nummerieren. Und ja, ich denke wieder viel zu kompliziert. Ich guck erstmal nach Schaltern. Und da legen wir das Ding wieder rein. Da. Zu
Zumal es ja nicht besonders viele Schalter hier gibt. Also wir hatten zwar vor kurzem ein neues Design in Anführungszeichen gefunden, aber trotzdem sind das nur pro Texturenpaket quasi, ich glaube, 2 oder 3. Hm. Okay, Zahnrad. Ich laufe jetzt einfach mal gegen den Uhrzeigersinn immer außen rum. Das Ganze machen wir 3-mal, nur jetzt für den Fall. Wir hatten es ja schon mal, dass wir 3-mal im Kreis laufen mussten. Nee, also gegen den Uhrzeigersinn nicht. Jetzt machen wir mit dem Uhrzeigersinn. Und ja, das wird eine tierisch spannende Folge. Wir laufen in einem karierten Raum immer wieder im Kreis. Klick, 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 klick. Nö. Na gut, machen wir kurz mal das Level ab. Dürfte ja nicht allzu schwer werden, denn er kriegt mit 20 den verbesserten Backstep. Dreifachen Schaden. Gut, gut. Können wir da irgendwas durchlegen? Haben wir noch heilige Steine? Nee, alle verbraten. Schade. Jetzt haben wir gerade aussortiert und nichts zum Wegschmeißen. Okay, nehmen wir mal eine Scheibe Brot. Durchwerfen können wir nicht. Durchlegen können wir, aber das bringt nichts. Kaputt hauen können wir auch nicht. Hm. Ja, der karierte Raum. Na gut, gucken wir mal, ob hier außerhalb noch irgendwo irgendwas ist, was wichtig sein könnte. Wir hatten irgendwo... Den hatten wir schon mal gedrückt, ne? Ja, der hat hier die Tür aufgemacht. Ist hier irgendein Hinweis? Es sind 6 Mönche. 6 Mönche. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Hm, hier war die Schriftrolle drin mit den Hinweisen mit 2-mal links, rechts, links, rechts und so weiter. Nur wo kann das zur Anwendung kommen? Da ist ein größerer Raum, aber da waren nur die Pilze, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben immer noch keine zonenübergreifenden Rätsel gehabt. Also dass man irgendwas auf der Ebene lösen muss, damit da irgendwas passiert. Also müssen wir dieses Bewegungsmuster hier irgendwo auf der Ebene zur Anwendung bringen. Nur der bußfertige Mann kann bestehen. Also das Zahnradsymbol da hinten, hat das irgendeine Bedeutung für das Rätsel oder ist einfach nur so eine Art Einleitung in den richtigen Tempelbereich? Also Deko. Wir haben die Notiz, die uns nichts hilft, weil wir den Startpunkt nicht wissen und selbst wenn wir hier einen Startpunkt versuchen auszuwählen, kommt es nicht hin, weil wir nicht da landen, wo wir starten. Und dadurch verschieben wir uns immer weiter in eine Richtung und dann irgendwann gegen eine Wand und können das Ganze, die ganze Kombination nicht 3-mal fortsetzen. Kann man was auf die Druckplatten rauflegen? Ja, kann man. Das macht das Ganze doch gleich wesentlich interessanter. Oh, er hat sowieso Hunger. Wir haben hier nur nichts mehr zum Drauflegen. Doch, die Schuriken. Ich leg jetzt einfach mal überall... Nein, ich leg auf... Immer ein Schwarz, ein Weiß, ein Schwarz, ein Weiß und so weiter. Tada! Ah, ich bin so gut. Ja, und es hatte wirklich was mit dem Fool zu tun. Also mit dem Trottel. Die haben ja auch immer so karierte Sachen an. Schwarz-Weiß. Ach ja, von wegen, ich bin nicht gut mit Rätseln. Pah. Okay, meistens mache ich das echt zu kompliziert. Aber das lief doch einigermaßen gut. Ich glaube, ich habe da nur so gefühlte 10 Minuten dran gesessen. Und ich höre wieder ein Feuerelementar. Ah, na gut, da mache ich erstmal einen vorherigen Cut. LP 065. Also bis gleich.